Ja, ich begrüße ganz herzlich zum heutigen Webinar zum Thema Lernmanagementsysteme und Videokonferenzen in Zeiten von Homeschooling und digitaler Hochschullehre. Ein Erfahrungsaustausch. Ich hoffe, dass auch einige da sind von Hochschulen. Ich persönlich komme von einem Berufskolleg und zwar von dem Berufskolleg Schloss Neuhaus, ein kaufmännisches Berufskolleg mit 1800 Schülern und circa 120 Lehrkräften. Ja, Lernmanagementsysteme, was setzen wir ein? Es gibt ja eine Vielzahl von Lernmanagementsystemen. Moodle It's Learning, Google Classroom, Logineo soll ja irgendwann kommen, ist vielleicht schon am Start, aber läuft nicht so reibungslos. Mebis gibt es in Bayern, Ilias oder auch die Schulcloud für ganz Deutschland, aber es gibt auch Microsoft Teams. Und unser Berufskolleg hat sich eben entschieden, Office 365 einzusetzen. Und warum machen wir das? Es ist eben webbasiert. Man benötigt nur ein Endgerät mit Internetanschluss und einen Webbrowser und besonders gut geeignet auch für den Bring-Your-Own-Device-Ansatz. Es läuft also im Browser, ist egal, welches digitale Endgerät man benötigt oder die Schüler über welches digitale Endgerät die Schüler verfügen. Wir können die aktuellen Office 365-Anwendungen nutzen, wie Outlook, Word, Excel, PowerPoint oder Sway. Das Tool ist bis zu 15 privaten Endgeräten verfügbar. Also die Schüler können es sowohl auf dem Smartphone nutzen, auf ihrem digitalen PC zu Hause oder auch auf ihrem Tablet. Und der Vorteil ist, die Schüler haben einen OneDrive-Speicher mit 1 TB Cloud-Speicher. Ja, und wir nutzen eben an unserem Berufskolleg Microsoft Teams als Intranet zur Bildungsgangarbeit und auch als virtuellen Klassenraum und jetzt auch besonders in Zeiten von Homeschooling. Ja, was kann man damit alles machen? Man kann den Chat nutzen, sich unterhalten in der Klasse, aber auch separat, einzelne Schüler untereinander, mit Kollegen. Man kann Dateien ablegen und den Cloud-Speicher nutzen. Man kann kollaborativ arbeiten. Man kann Aufgaben terminieren und auch bewerten, ein Feedback geben und man kann eben auch Videokonferenzen durchführen. Ja, nach einer Befragung der Vodafone-Stiftung zum Distanzlernen äußert sich Inga Paus, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Vodafone-Stiftung, wie folgt. Also alle Lehrkräfte, die sich bereits vor der Corona-Pandemie digital auf den Weg gemacht haben, kommen gut durch die derzeitige Krise. Aber wir sind noch ganz weit davon entfernt, flächendeckende, innovative Unterrichtskonzepte zu entwickeln, mit denen wir alle Schüler erreichen. Also ganz Deutschland. In ganz Deutschland gibt es nur wenige Schulen, die schon flächendeckende, innovative Unterrichtskonzepte haben. Auch wenn einzelne Schulen sich jetzt nun wieder öffnen für die Schüler, müssen wir trotzdem weiter die Debatte führen, der Lehrkräftequalifizierung, der Einführung digitaler Lernplattformen, aber auch die gezielte Unterstützung von Schülerinnen und Schülern aus bedürftigen Familien. Ja, also unsere Erfahrungen sind auch so, dass es schon notwendig ist, dass die Schüler über ein digitales Gerät verfügen. Und viele Schüler erreicht man eben nicht, weil sie eben die finanziellen Mittel nicht haben. Unser Berufskolleg ist natürlich breit gefächert. Es gibt Vollzeitschüler, aber auch Berufsschüler oder auch Fachschüler, die einen Betriebswirt absolvieren. Es ist sehr heterogen. Einige haben natürlich ein digitales Endgerät, bringen das mit in die Schule, es ist gar kein Problem. Aber einige Schüler können sich das eben nicht leisten und da wäre es schon notwendig, dass der Schulträger oder auch das Schulministerium, die Politik da gezielt jetzt die 5 Milliarden auf den Markt bringt und gezielt die Schüler flächendeckend mit digitalen Endgeräten auch ausstattet. Was hat sonst die Befragung der Vodafone-Stiftung zum Distanzlernen noch ergeben? Am häufigsten werden E-Mails genutzt, um mit den Schülern in Kontakt zu bleiben. Natürlich auch das Telefon, Messenger-Dienste, andere Lernplattformen und eine kleine Zahl nutzt auch den Videochat. Und wie schätzen die Lehrkräfte das Lernangebot der zur Verfügung stehenden Geräte ein? Also die Frage war, glauben Sie, dass die momentanen Bemühungen, den Lernstoff zu vermitteln, genauso effektiv sind wie der reguläre Unterricht oder eher weniger positiv? Und die meisten Lehrkräfte schätzen ein, dass es weniger effektiv ist. Obwohl wir das in einigen Bildungsgängen nicht bestätigen können, wenn man die Lehrkräfte befragt, sollen wir weiter, jetzt öffnen ja die Schulen wieder, sollen wir weiter online unterrichten oder lieber im Präsenzunterricht, finden schon einige Lehrkräfte, wenn die ein sinnvolles Konzept entwickelt haben für den Bildungsgang, dass es doch sinnvoller ist, online weiter zu unterrichten, weil man dann auch alle Schüler erreicht, die Klassen nicht teilen muss. Also wenn man ein gutes Konzept hat, macht es durchaus Sinn, weiterhin online zu unterrichten. Ja, vielleicht mache ich einen kurzen Break. Wie sind denn Ihre Erfahrungen so? Welche Tools nutzen Sie oder nutzt ihr? Wir wollten ja beim Du bleiben.
Gibt es Fragen bis dahin? Genau. Vielleicht, Tanja, meine Frage an dich, wenn erlaubt. Wie hättest du denn diese Frage beantwortet nach digital versus oder gemeinsam mit Distanz, Quatsch, Präsenz versus digital? Ja, es kommt auf den Bildungsgang an. Beispielsweise unterrichte ich in der Fachschule für Wirtschaft oder bei den Kaufleuten für Büromanagement. Und da klappt das super. Das hat sich so eingespielt. Ich finde es jetzt tatsächlich besser, online zu unterrichten, anstatt jetzt die Klassen zu teilen und dann nur die Hälfte zu unterrichten, zwischen den Räumen zu wechseln. Ja, also wenn jetzt normaler Unterricht wäre, wäre Präsenzunterricht natürlich schön, aber in Verbindung mit den digitalen Tools, in Verbindung mit dem Lernmanagementsystem. Das würde ich jetzt nicht mehr außen vor lassen. Sollten die Kollegen auch nicht, sondern man sollte es jetzt den Schritt auch wagen, dann weiter mit dem Lernmanagement zu arbeiten und das zu integrieren in den Präsenzunterricht. Jetzt funktioniert es. Also die Frage war, was wir für Tools nutzen an der Universität Leipzig. Ich komme von der Uni Leipzig, wissenschaftlicher Mitarbeiter. Wir haben jetzt tatsächlich in 3 Wochen alle möglichen Tools freigeschalten bekommen. Also am Anfang des Semesters, und es hat sich jetzt aber herauskristallisiert, dass viele mit Big Blue Button arbeiten. Es ist wohl ein offenes Tool, was das Rechenzentrum installiert hat. Jitsi nutzen einige Arbeitsgruppen und inzwischen aber auch viel Zoom, weil das tatsächlich am stabilsten läuft. Aber da können wir natürlich die Datenschutzfrage aufmachen, darüber kann man separat nochmal diskutieren. Und wir nutzen es, um auch, wie du schon sagtest, die asynchronen Teile der Seminare zu ergänzen und einfach mal direkt ins Gespräch zu kommen, weil bei uns sind die Studentinnen ja wirklich nur zu Hause. Wir sehen uns gar nicht in persona und das sicherlich auch noch eine sehr lange Zeit nicht. Und das ist umso wichtiger, mal persönlich miteinander zu sprechen. Was habt ihr denn für eine Lernplattform? Moodle nutzen wir tatsächlich. In Moodle ist auch bei uns jetzt Big Blue Button und Jitsi integriert worden. Und warum sind es dann 2 Videokonferenz-Tools? Das weiß ich nicht so genau. Wahrscheinlich als Absicherung, falls das eine mal nicht funktioniert, kann man auf andere zurückgreifen. Ich komme von der Uni Magdeburg. Wir arbeiten mit Zoom bei unseren Vorlesungen. Das läuft auch recht stabil. Das macht sich ganz gut, vor allem deshalb, wir machen die Veranstaltung dann eigentlich in unserem Labor. Wir haben also ein interaktives Whiteboard, was der Hintergrund ist, und der Bildschirm ist auch aktiv für die Studenten geschaltet. Und damit arbeitet sich das ganz gut. Also ich kann wie an einer normalen Tafel arbeiten und habe auch größere Vorlesungen. Da gibt es also mit Zoom eigentlich keine Probleme. Bisher läuft das stabil. Das einzige Problem ist, es ist relativ schwierig, die Studierenden davon zu überzeugen, auch mit Bild aufzutreten. Also üblicherweise hat man nur eine Liste mit schwarzen Kästchen und Namen. Das sind ganz wenige, die sich trauen, sich dann auch selbst zu zeigen. Und das ist eigentlich ein angenehmeres Arbeiten. Aber ansonsten kommen wir mit dem Zoom ganz gut hin. Und unsere gesamten Arbeitsmaterialien, da haben wir eine eigene Plattform, die Edu-Components, mit denen wir da arbeiten, wo Ihnen die Vorlesungsmaterialien zur Verfügung gestellt werden, die Übungsaufgaben, wo Sie Ihre Aufgaben hochladen können und so weiter. Das ist also ein eigenes System. Aber für Vorlesungen und Übungen nehmen wir hauptsächlich Zoom. Ja, mit dem Whiteboard, das ist ja auch möglich, unter Teams die Whiteboard-Funktion zu nutzen. Also man kann nicht nur den Desktop teilen, sondern auch ein Whiteboard teilen mit den Schülern, und man kann kollaborativ dann in dem Whiteboard schreiben. Aber wir haben uns eben für Office 365 entschieden, weil wir ein kaufmännisches Berufskolleg sind und das Komplettangebot ist. Wir nutzen das als Lernmanagementsystem, wir nutzen die ganzen Office-Produkte, den Cloud-Speicher und eben auch für die Videokonferenzen dann. Ja, nach einer Umfrage von Vobitz, von 1695 Lehrpersonen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, ergab sich also, dass die meisten doch per E-Mail kommunizieren, Lernplattformen nutzen, Messenger-Dienste, vielleicht sogar WhatsApp, und nur 35% Videokonferenz nutzen. Also das ist auf jeden Fall ausbaufähig. Und um den persönlichen Kontakt mit den Schülern aufrechtzuerhalten, finde ich, es ist sehr wichtig, doch Videokonferenzen durchzuführen und nicht nur Aufgaben per E-Mail zukommen zu lassen. Vielleicht sieht das der ein oder andere bei seinen eigenen Kindern, dass das schon ein Wust an Aufgaben ist. Man muss die selber strukturieren und bearbeiten zusammen mit den eigenen Kindern. Ja, es gibt eine Vielzahl von Videokonferenz-Tools. Sie haben das ja schon genannt jetzt. Jitsi, Big Blue Button, Zoom, Skype, Cisco
und wir nutzen eben an unserem Berufskolleg Teams. Ja, wie sind jetzt die Einsatzmöglichkeiten von Videokonferenzen für die pädagogische Arbeit? Man kann mit der Videokonferenz gemeinsam mit den Schülern in den Tag starten, mit einer kurzen Klassenvideokonferenz. Man kann natürlich auch zu bestimmten Tageszeiten sich austauschen und Instruktionen geben. Man kann natürlich auch Videokonferenzen mit einzelnen Schülern durchführen, um mit den Schülern im Gespräch zu bleiben und die pädagogische Beziehung aufrechtzuerhalten. Man kann natürlich auch offene Beratungstermine anbieten zu festen Uhrzeiten, Sprechstunden. Aber das Besondere ist, dass die Schüler auch die Videokonferenzen eigenständig für Gruppenarbeiten nutzen können, um kooperativ und kollaboratives Lernen auch untereinander sich selber zu ermöglichen. Ich mache das im Unterricht auch immer so, dass man sich eine Arbeitsphase einbaue, wo die Schüler dann selbstständig im Chat in kleinen Gruppen zu zweit, zu dritt, zu viert kollaborativ an einem Dokument arbeiten können und sich gegenseitig dann auch noch sehen dabei. Und das Ganze ist ja nicht nur die Videokonferenz, sondern das kollaborative Arbeiten, das müsste man jetzt auch übertragen in den Präsenzunterricht. Ja, die Videokonferenzen kann man immer noch dazu kombinieren, damit die Schüler sich von zu Hause aus vernetzen können, sich vorbereiten können, auf Klassenarbeiten, Projekte ausarbeiten können. All das geht natürlich jetzt nicht verloren, wenn die Corona-Krise vorüber ist. Ja, Ausbildersprechstunden, Elternsprechstunden könnte man auch anbieten mit Videokonferenzen. Und wir nutzen an unserem Berufskolleg auch die Videokonferenzen, um uns kollegial auszutauschen zu Fachthemen. Konferenzen werden abgehalten, Fortbildungen werden gegeben online. Webinare geschaut. Ja, also eine ganz große Bandbreite von Einsatzmöglichkeiten von Videokonferenzen für die pädagogische Arbeit. Nach der amerikanischen Trainerin und Buchautorin Kathleen Tucker könnte man Videokonferenzen folgendermaßen strukturieren. Also unsere Erfahrungen haben auch gezeigt, dass der Unterricht in Kleingruppen sich anbietet, wenn es denn möglich ist. Eine Diskussion könnte sich in Kleingruppen anschließen, aber auch ein 1:1 Gespräch mit den Schülern. Und Frau Tucker, also es muss ja natürlich nicht 1:1 umgesetzt werden, aber die Anregungen sind ganz sinnvoll, die sie gibt, dass man vielleicht erstmal startet, die Videokonferenz mit einer Motivation der Schüler, mit einer Aktivierung der Schüler. Also man kann ein Problem vorstellen und die Schüler bitten, das Problem vielleicht kollaborativ ohne Lehrperson erstmal zu diskutieren und zu lösen. Als zweite Phase, ich mache, wir machen, ihr macht, dass man am Modell vielleicht das Problem nochmal erklärt, gemeinsam mit der Gruppe Beispiele durchgeht und dann den Schülern weitere Zeit gibt, nach dem Meeting online mit anderen im Arbeitsbereich an dem Problem zu arbeiten, eine Problemlösung zu finden, idealerweise kollaborativ, eben in Microsoft Teams oder in anderen Tools. Die Schüler können zwischendurch Fragen bitten, Fragen stellen und um Antworten bitten, falls sie nicht weiterkommen. Man ist trotzdem immer online, aber man lässt den Schülern erstmal den Freiraum, selbstständig zu arbeiten. Dann würde es weitergehen mit Vergleichen und Überprüfen. Man könnte eine Musterlösung zur Verfügung stellen oder Zeit, um die Fragen zu prüfen, nochmal zu korrigieren, vielleicht auch in die Gruppenarbeit mit einzusteigen, in der Videokonferenz oder im Chat. Und schließlich können die Schüler die Ergebnisse präsentieren, mit Zeit auch Fragen zu stellen. Und ganz zum Schluss vergleichen und überprüfen, könnte man vielleicht noch ein Quiz-Tool für eine Schnellbewertung nutzen oder auch Auswertung nutzen nochmal. Ja, so könnte man die Videokonferenzen schülerzentriert gestalten. Es soll also nicht so ablaufen, dass der Lehrer die ganze Zeit einen Monolog hält, sondern dass ein Problem reingegeben wird. Die Schüler überlegen ja, wie könnte man das Problem lösen? Was ist überhaupt das Problem der Fragestellung? Und dann begleitet man die Schüler im Lernprozess, motiviert dabei, klärt Fragen, gibt Anregungen. Aber eigentlich lösen die Schüler in der Konferenz kollaborativ mit anderen das Problem. Ja, hier vielleicht noch Regeln für Videokonferenzen in der Schule. Vielleicht läuft das im Studium anders ab. Erstmal müssen wir ja sicherstellen, dass das Tablet und der Computer überhaupt bereitstehen. Ob die Teilnahme funktioniert, ob man ungestört arbeiten kann, sollte man vielleicht den Raum wechseln? Ist der Arbeitsplatz überhaupt praktisch? Als Vorbereitung für die Videokonferenz, als Durchführung, man bekommt einen Zugangslink oder man bekommt eine Einladung zu der Videokonferenz. Dann checkt man noch, ob man Audio und Video anhat, ob man gehört wird, gesehen wird, genauso wie in unserem Webinar hier. Ja, und dann, ganz wichtig, man stellt das Mikrofon aus, sonst sind die Zwischengeräusche schon störend. Man kann den Bildschirm mit anderen teilen, wenn es verlangt wird. So wird es auch praktiziert im Unterricht. Die Schüler zeigen ihre Ergebnisse, indem sie ihren eigenen Bildschirm teilen. Es gibt auch die Funktion bei Teams jetzt Handheben, dann ist das vielleicht noch strukturierter. Aber das mit dem Fotos, also das mit dem Video anstellen, ist schon immer ein Problem. Einige haben, genauso wie vorhin jemand berichtete, einige Schüler haben schon immer Probleme, sich zu zeigen mit der Kamera.
Aber wenn es dann alle machen, dann wird es irgendwann Routine. Und es ist schon persönlicher, wenn man sich sieht. Andererseits, also aus den Vollzeitbildungsgängen schalten dann auch manche Schüler ab und machen dann was ganz anderes und sind dann gar nicht mehr bei der Sache. Es ist schon persönlicher, wenn man sich doch sieht im Video. Ja, man kann das Chatfenster nutzen. So wird vermieden, dass alle gleichzeitig reden. Man kann Fragestellungen nochmal im Chat notieren oder auch Dokumente hochladen, Links hochladen. Und nach der Konferenz sollte man überlegen, wie es gelaufen ist, sich mögliche Notizen machen und vielleicht noch mögliche Aufgaben zu dem Thema lösen. Ja, soweit zu den Videokonferenzen. Dann habe ich mir überlegt, wie kann man das Ganze jetzt auf die Schule 2030 übertragen? Ich meine, wir sind ja jetzt durch die Corona-Krise sehr weit gekommen. Wahrscheinlich andere Schulen, die Uni auch weiter. So schnell hätte man sich, glaube ich, unter normalen Bedingungen nicht fortbilden können. Also Corona erweist sich schon als wirkungsvollste Fortbildungsmaßnahme aller Zeiten. Nach dem Zitat von Olaf Axel Borow, das kann man so bestätigen. Und Schulen, die schon mit einem Lernmanagementsystem gearbeitet haben, gelangt die Umschaltung von Präsenz- und Fernlernen erstaunlich reibungslos. So ist es auch. Wir sind ja vorher schon damit gestartet, aber haben bestimmt noch nicht alle Lehrer vorher erreicht. Aber wir haben schon versucht, Fortbildung anzubieten, auch Online-Fortbildungen und durch Unterlagen, durch Webinare haben wir probiert, alle Lehrer dann vor den Osterferien noch zu erreichen, damit auch alle nach den Osterferien damit umgehen können. Und das klappt da auch ganz gut. Aber trotzdem müssen die Kollegen eben auch alte Denkmuster überwinden und Möglichkeitsräume für zukunftsadäquate Raum-, Möblierungs- und Technikkonzepte erschließen und dann innovatives pädagogisches Handeln ermöglichen. Also wenn die Schulen jetzt wieder geöffnet werden, kann man das nicht alles als hinfällig betrachten, sondern man muss daran anschließen, versuchen, Ideen und die Anregungen, die man jetzt mitnehmen konnte, in der Corona-Zeit umzusetzen und weiterzutragen und weiter auch zu entwickeln. Ja, vielleicht ein paar Impulse von dem Schulministerium Nordrhein-Westfalen für das Lernen auf Distanz. Als Tipp gibt das Schulministerium Nordrhein-Westfalen, dass man so viel Empathie und Beziehungsarbeit wie möglich hineingibt, aber so viele Apps und Tools wie nötig nur anwendet. Also besonders wichtig ist es eben für das Lernen auf Distanz, dass man eine Beziehung aufbaut zu den Schülern oder Studierenden, aber nur die Tools und Apps erstmal, die nötig sind, anwendet. Und später kann man den Umfang sicherlich ausweiten und sollte man auch ausweiten. Es gibt ja eine Vielzahl von Tools und Apps, die man als digitale Werkzeuge nutzen kann. Ja, so viel Vertrauen und Freiheit wie möglich, so viel Kontrolle und Struktur wie nötig. Da geht es darum, dass vielleicht auch viele Kollegen Angst vor Kontrollverlust haben. Aber trotzdem sollte man sich trauen, den Schülern mehr Eigenverantwortlichkeit für den Lernprozess zu übertragen und nicht die Strukturen des Präsenzunterrichts auf das Distanzlernen zu übertragen. Man sollte schon versuchen, den Unterricht jetzt mehr zu öffnen, mehr Eigenverantwortung, mehr Selbstständigkeit den Schülern zuzutrauen und nicht kleinschrittig nur Aufgaben lösen lassen. Ja, so viel einfache Technik wie möglich, so viel neue Technik wie nötig, um die Kollegen auch nicht zu überfordern am Anfang. Das sollte man natürlich ausweiten, aber vielleicht auch, um die Schüler nicht zu überfordern. Viele Schüler sind ja nicht so gut ausgestattet, noch nicht. So viel asynchrone Kommunikation wie möglich, so viel synchrone wie nötig. Also asynchrone Kommunikation, die Schüler können den Zeitpunkt selber wählen, wann so gucke ich mir das Erklärvideo an, wann antworte ich im Chat auf die Textnachricht, wann gebe ich Feedback. So viel kollaborative Projektarbeit wie möglich, das ist, glaube ich, noch ein Schritt, auch für die Lehrer, dass man erkennt, dass die Lehrerrolle sich ändert und dass er in der heutigen Zeit die Kollaboration und die Projektarbeit notwendiger ist, als das Wissen zu vermitteln, was eigentlich in den Lehrplan steht. Eigentlich müssen die Lehrpläne auch ausgedünnt werden, ist meine Meinung. Ja, vielleicht sollte man eher auf selbstformulierte Fragestellungen der Schüler achten. Daraus sollte sich eben das Lernprojekt ergeben. In Kombination mit einer Präsentation, mit der Entwicklung von Lernvideos, mit der Erstellung von digitalen kollaborativen Tools. Und als letzten Schritt so viel Peer-Feedback wie möglich, so viel Feedback von Lehrenden wie nötig. Damit ist gemeint, dass die Schüler sich untereinander eher Feedback geben, in Chats, in Blogbeiträgen, in Postings, in Kommentaren oder auch in Videobotschaften. Weil alle sitzen dann im gleichen Boot und es ist sinnvoller, dass man sich gegenseitig unterstützt, dass man kollaborativ zusammenarbeitet, als immer auf das Feedback von dem Lehrer zu warten. Ja, so viele Folien sind es auch nicht mehr. Ich mache es einfach zu Ende und dann können wir darüber diskutieren, wie wird das Schuljahr 2020, 2021 wohl aussehen. Es wird ja vermutlich ein hybrides Schuljahr werden, also eine Kombination aus Präsenzunterricht und auch Distanzlernen. Und eigentlich müssten jetzt digitale Endgeräte und WLAN für alle verfügbar sein. Nur dann kann es funktionieren.
Dann könnte man auch einen Unterrichtstag so gestalten, dass man Präsenzunterricht hat, erste, zweite Stunde Präsenzunterricht, dritte, vierte, vielleicht Distanzlernen. Der Schüler hat sein eigenes digitales Endgerät, kommt ins WLAN und fünfte, sechste ist der andere Lehrer wieder im Unterricht und Präsenzunterricht schließt sich an. Ja, fächerübergreifende Lernprojekte mit digitalen Lernpfaden. So stelle ich mir das nächste Schuljahr vor, dass die Schüler selbstständig Podcasts erstellen, E-Books zu Themen, dass im Politikunterricht beispielsweise eine Klassentagesschau etabliert wird für die ganze Schule, Erklärvideos werden gedreht und es kommt eben darauf an, Zukunftskompetenzen der Schüler zu entwickeln. Ja, die Problemlösefähigkeit, Teamfähigkeit, offene Fehlerkultur. Und man sollte eher voneinander lernen. Schüler sollten sich mehr austauschen, aber auch Lehrer sollten mal andere Schulen besuchen, voneinander lernen und den Lernort Schule neu denken, auch gerne mehr in die Schule einladen. Und die digitale Welt von morgen sollte eher gestaltet werden. Die Schüler sind ja eher auf der Konsumentenseite bis jetzt noch. Sie können super mit TikTok umgehen, Videos drehen, aber sie sollten schon eben die 4K im Hintergrund haben. Eher die digitale Welt gestalten. Welche Möglichkeiten bringt mir das auch zukünftig? Innovationsfreudige Lehrerfortbildung, das wird auch ein Thema sein. Ja, entweder durch Snack-Fortbildung, durch Online-Fortbildung, Webinare, Barcamps, da sollte es ganz viele Möglichkeiten geben, aber es sollte auch einen größeren Austausch untereinander unter den Schulen geben. Und idealerweise wird es mehr Eigenverantwortung und Budgetierung der Schulen geben. Die Schule sollte sich selber aussuchen, richte ich jetzt einen Makerspace ein oder nicht? Gebe ich das Geld für digitale Endgeräte aus? Führe ich bauliche Maßnahmen durch? Öffne ich vielleicht den Klassenraum? Richte ich ein Lernziel? Da müsste eigentlich der Weg jetzt hingehen. Wie könnte also der Weg aussehen? Idealerweise Schulentwicklung nach Corona. Also flächendeckende technische Ausstattung. Die Dienstgeräte werden im Homeoffice und im Unterricht genutzt. Lehrer haben alle Dienstgeräte. Vielleicht gibt es auch neue Arbeitszeitmodelle für Lehrer. Die Lehrer sind flexibler. Sie können von zu Hause aus unterrichten, aber auch von der Schule. Und dadurch hat man auch mehr Zeit zur Kollaboration mit Kollegen. Entkopplung von sozialer Herkunft, Migrationshintergrund und Teilhabe an Bildung durch höhere Bildungsausgaben. Es muss höhere Bildungsausgaben geben, damit alle Schüler an der digitalen Bildung teilhaben können, einen technischen Support vor Ort geben. Und zukünftig, idealerweise soll es so sein, dass digitale Endgeräte für Schüler den Zugriff auf Lernmaterialien ermöglichen und dass man sich auch mit Gleichgesinnten nicht nur vor Ort, nicht nur innerhalb von Deutschland, auch mit anderen Ländern vernetzt. Projektarbeit wird eine größere Rolle spielen. Schüler sollten sich selbst Ziele setzen und ihre Lernergebnisse reflektieren. Da müssen sich auch die Prüfungsformate ändern. Man kann nicht mehr Multiple-Choice-Fragen oder kleinschrittige Übungsaufgaben stellen, sondern es wird auch zukünftig wahrscheinlich so sein, dass man die Reflexionen des Lernprozesses bewerten sollte, der Schüler. Ja, Schüler erstellen Portfolios über die Lernfortschritte. Sie reflektieren also selber, habe ich einen Lernzuwachs oder nicht. Kinder mit Lernschwierigkeiten werden individuell zukünftig gefördert, so stelle ich mir das vor. Selbstverantwortlich, inhaltlicher Fachunterricht, flexible Lernzeiten, Lernvideos, andere Tools. Man sollte mehr Start-ups in die Schulen einladen. Schüler sollten vielleicht auch eigene Geschäftsideen entwickeln. Und die Schule sollte sich noch mehr öffnen und eher zum Haus des Lernens werden. Ganztagsschule, man sollte Vereine mit in die Schule integrieren. So könnte ich mir das vorstellen, so könnte sich die Schule 2030 entwickeln. Vielleicht kann man ja auch jetzt in der Diskussion die ein oder andere deine Anregung aufnehmen, die ich finde, ja eigentlich eine Schule beschreiben, die es unabhängig, ob jetzt Corona stattgefunden hat oder nicht, eigentlich in 2020 schon hätte, die es schon geben sollte und wir jetzt auf 2030 gucken, um es vielleicht realistisch einschätzen zu können. Dann würde ich sagen, ist die Diskussion eröffnet. Vielleicht darf ich ganz kurz anfangen mit einer Frage. Das war jetzt nicht bei deinen Empfehlungen oder deinen Ideen, wie die Schule in der Zukunft aussehen soll, sondern bei dem, was das Ministerium NRW empfohlen hatte. Da ging es um Empathie und Beziehungsarbeit. Wie genau sind jetzt deine Erfahrungen? Kann man das eben über beim Distanzlernen wirklich realisieren? Meine Erfahrungen sind so, man kann es realisieren, indem man eben diese Videokonferenzen nutzt. Einmal, um mit der ganzen Klasse eine Konferenz durchzuführen, aber ganz besonders wichtig ist auch der Einzelchat mit den Schülern, ne? Beispielsweise, wir haben die Fachschule im Haus und da habe ich Einzelchats durchgeführt. Fachschule, die neben der Arbeit absolvieren die ein 3,5-jähriges Studium zum staatlich geprüften Betriebswirt, Betriebswirtin.
Und im Einzelchat erkennt man erstmal, dass es bei einigen schon große Probleme gibt durch Corona jetzt, dass sie auch Angst haben um ihren Arbeitsplatz. Einige wurden schon gekündigt und so kann man schon Rückschlüsse ziehen, auch auf ihre Leistungen in der Schule. Also die Beziehungsarbeit ist schon wichtig und ich finde, durch Videokonferenzen kann man das wirklich gut verstärken. Es gibt ein kleines Problem, wenn ich das mal noch anmerken kann, dass in den bildungsferneren Familien, also je niedriger die Abschlüsse werden, in der Handelsschule oder in der Berufsvorbereitung erreichen wir die Schüler kaum noch. Und das ist mit zunehmender Corona-Krisenzeit noch deutlich. Am Anfang war es ein bisschen mehr, aber dann haben die Schüler ganz stark abgebaut und die verfügen alle nicht über die entsprechenden Endgeräte, vielleicht über ein Smartphone, die brauchten eigentlich ein Tablet. Und man muss es vorher, was wir nicht geschafft haben, ich bin auch am Berufsklinikschloss Neuhaus, was wir nicht geschafft haben, wir hätten vorher mit den Schülern das Ganze üben müssen. Also das ganze Handling, wie man überhaupt die Lernplattform nutzt, was Distanzlernen ist, muss man auf jeden Fall im Distanzunterricht üben und lernen. Dann kann man das auch, wenn man keinen Präsenzunterricht mehr macht. Und das ging jetzt in dieser Phase nicht. Deswegen konnten wir die Schüler nicht alle mitnehmen. Die Lehrer haben wir dann noch nachgeschult. Aber die Schüler haben wir dann doch am Ende nicht alle erreicht, so wie wir es wollten. Ich denke auch, dass ein großes Problem diese total überladenen Lehrpläne sind. Man kann mit unseren heutigen Lehrplänen nicht einfach sagen, wir gehen jetzt in den Digitalunterricht. Das scheitert. Ich sehe das bei meinem Sohn selbst, mit welchen Stofffüllen er vollgeknallt wird. Einfach Haufen Folien, er arbeitet immer selbst und dann werden die Kinder relativ allein gelassen damit. Noch einen Satz Arbeitsblätter hinterher, die sie dann einzureichen haben und dann war es das. Und dann noch online Leistungskontrollen, also sowas wie legt euer Smartphone über euer Blatt und fangt dann an, die Aufgaben zu bearbeiten, was dann eher in Richtung geht, für mich nach Notenhaschen als nach irgendwelcher Leistungsbewertung. Also dieser neue Ansatz, so toll er ist, passt überhaupt nicht in das klassische System mit extrem vollen Curricula und Kindern, die nie gelernt haben, selbstständig eigentlich zu arbeiten. Ja, da sehe ich auch das Problem, genau, das selbstständige Arbeiten. Da müsste man erstmal einen Input geben. Was ist selbstständiges, eigenverantwortliches Arbeiten und wie setzt man sich selbst Ziele? Richtig, genau. Aber das Curriculum, das stimmt, auch mit der Projektarbeit, das ist die große Frage, wie will man das alles kombinieren? Aber vielleicht sollte man da mal den Mut haben, einige Inhalte vielleicht nicht so stark zu behandeln und den Fokus eher auf andere Inhalte zu setzen. Ich glaube, nur so geht es. Aber es stimmt schon, der Lehrplan müsste ausgedünnt werden. Der besteht ja schon, manche Lehrpläne bestehen ja schon seit Jahrzehnten mit ungefähr den gleichen Inhalten, auch wenn der Lehrplan oft überarbeitet wird. Aber trotzdem ist es zu voll, finde ich auch. Man hat ja den Eindruck, es kommt immer mehr dazu. Das brauchen wir noch und diese Kompetenz muss unbedingt noch. Und jetzt müssen noch die Kompetenzen in der digitalen Welt. Und es wird einfach immer mehr, mehr, mehr. Aber keiner kommt auf die Idee zu sagen, das brauchen wir vielleicht nicht mehr, diesen Teil können wir weglassen. Ist aber auch sehr schwierig, muss man sagen. Wir haben es probiert mit den Lehrern. Was würdet ihr aus eurer Sicht weglassen? Und nee, lasst mal drinnen, da kann man sich schön dran langhangeln und so weiter. Das ist gar nicht so einfach zu sagen, wir schmeißen mal raus. Ja, man muss versuchen, das zu kombinieren mit den Unterrichtsinhalten vielleicht, dass die Projektarbeit, das offene Lernen. Man muss probieren, das mit den Inhalten zu verzahnen. Da muss man erstmal den Weg finden und ausprobieren, ne? Das ist eben auch eine Fehlerkultur wichtig, dass man erstmal probiert und sich einfach traut und dann reflektiert, wie es gelaufen ist. Ja. Ja, dann darf nicht alles immer eine permanente Prüfungssituation sein. Wir haben ja in Rostock gesehen, ich weiß nicht, war jemand in Rostock in der Schule? Nein. Die arbeiten ja nach dem Prinzip und da ist es ja erfolgreich. Es geht ja und ich denke auch, dass diese Schulen wesentlich besser jetzt durchkommen, die Schüler zu selbstständigen Arbeiten gebracht haben, als die, die wirklich nur klassischen Unterricht gemacht haben, ja, mit reinprügeln und abfragen. Was auch noch problematisch ist jetzt, wenn die Präsenzphase anfängt, wie ich diese Online-Phasen auch noch irgendwie integriere. Denn die Lehrer haben natürlich Angst, dass sie das zusätzlich zum Präsenzunterricht nachmittags nochmal schnell machen müssen. Dann gibt es noch eine Zusatzarbeitsbelastung vielleicht von 20-30%, indem ich mich nochmal ganz individuell um die Schüler kümmere und die Schüler weiterbringe und noch eine Konferenz anbiete, noch mal ein Arbeitsblatt einstelle. Diese ganzen Skills, die müssen ja weiterverfolgt werden. Und das wurde ja sonst im Präsenzunterricht gar nicht so verlangt. Jetzt gibt es diese
diese Zusatzaufgabe, die müssen wir natürlich irgendwie integrieren. Und da gibt es noch keine ganz richtigen Erfahrungen bei uns. Man kann auf jeden Fall jetzt keinen Schritt zurück machen und wieder zum Präsenzlernen ohne Lernmanagementsystem und ohne Videokonferenzen zurückkehren, ne? Das geht natürlich auf keinen Fall. Man muss das jetzt versuchen zu verzahnen mit dem Präsenzunterricht und die guten Erfahrungen, die man im Online-Lernen gemacht hat, im Präsenzunterricht integrieren. Kollaboratives Arbeiten, mehr Selbstständigkeit, offener Unterricht, mehr Projektarbeit, das sollte man jetzt probieren, mit digitalen Tools im Präsenzunterricht zu integrieren. Und die Chat-Funktion dann vielleicht auch nutzen, damit die Schüler sich nach der Schule vernetzen. Die Entwicklung geht ja auch weiter. Wir sprechen ja hier von Lernmanagementsystemen, hatten wir eine ganze Menge. Der nächste Schritt wären ja die Personal Learning Environments. Dafür hatten wir in der Vergangenheit mal ein EU-Projekt, war scheinbar noch ein bisschen früh, wo nicht nur der Lehrer eine Rolle spielt, sondern wo die Schüler eben ihre Lernwelt haben, aber wo in der ersten Stufe die Schüler von der KI bedient werden. Die ganz trivialen Fragen, der Lehrer muss nicht 24/7 Ansprechpartner sein, sondern für einfache Unterstützung wird erstmal eine KI genommen und dann der Lehrer natürlich auch weiterhin einbezogen. Aber man nutzt eben die heute verfügbaren Systeme und wir haben zwei Prototypen damals mitentwickelt, die eigentlich das schon geleistet haben, dass einfache Ratschläge, einfache Kontrollen durchaus heute von einer KI gemacht werden können und nicht der Lehrer alleine steht. Ja, da geht der Weg hin eigentlich, ja, das ist richtig, obwohl da gar keine persönliche Beziehung mehr ist, aber für einfache Aufgaben. Doch. Kann man das nutzen? Doch, die persönliche Beziehung bleibt, aber nicht 24/7. Der Lehrer betreut das, leitet das an, sieht auch seine Schüler, ist auch nur das war ja nie gedacht, dass wir kompletten Online-Unterricht machen. Das ist eine Ergänzung für den Präsenzunterricht gewesen. Das sollte eigentlich nur den Hausaufgabenbereich unterstützen. Also der Lehrer sollte seine Rolle weiterhin haben, aber wirklich das, was immer viele fordern, aber keiner sagt, wie es geht. Der Lehrer wird Lernbegleiter. Aber die Rolle müssen auch viele Kollegen erstmal verinnerlichen, finde ich. Dass man aus der Lehrerrolle rausgeht und eher zum Moderator, zum Wissensbegleiter wird. Ja. Noch eine Anmerkung, du hast es vorhin ganz kurz angesprochen, Lernraumgestaltung. Wie sieht das bei euch aus? Oder hast du Ideen, Vorstellungen, Wünsche, wie die Räume bei der Reise in die Zukunft dann gestaltet werden sollten, ganz konkret? Ja, also noch gibt es bei uns ja normale Klassenräume, zwar technisch gut, also gut ausgestattet. Es gibt überall einen Beamer und auch ein digitales Endgerät für den Lehrer. Das ist schon mal Grundvoraussetzung, aber ich stelle es mir eigentlich so vor, dass jeder Schüler ein mobiles digitales Endgerät hat, das über WLAN verfügbar ist und dass die Lernräume sehr offen gestaltet sind, ne? Dass es da Rückzugsmöglichkeiten gibt für Projektarbeit, zur Kollaboration, zur Kommunikation. Und das ist viel offener, wie so ein Lernatelier gestaltet ist und nicht die herkömmlichen Klassenräume, der Lehrer vorne am Pult und die Schüler in der Reihe. Also das geht, eigentlich geht das gar nicht mehr, finde ich, in der heutigen Zeit, ne? Das müsste man viel flexibler anordnen. Da müsste man natürlich auch bauliche Maßnahmen vornehmen. Und der Lernort, der müsste ja nicht nur in der Klasse sein, sondern könnte sich über die ganze Schule verteilen. Man muss ja nicht in der Klasse unbedingt sitzen und da lernen, sondern man könnte sich auch in andere Räume zurückziehen und dann wieder zusammenzukommen und die Ergebnisse zu präsentieren. Und wir planen ja am Berufsklinikum Neuhaus auch ja so ein Makerspace. Wir haben da schon ein Angebot eingeholt, dass man, also eigentlich müssten alle Klassenräume so gestaltet sein, aber aus finanziellen Gründen auch fangen wir erstmal mit einem Raum an, dass man so einen Raum hat, wo man auch experimentieren kann, so Rückzugsmöglichkeiten, Sitzecken sind, dass man gemeinsam arbeiten kann und den Raum auch für Projektarbeit, für Fortbildung, für den normalen Unterricht nutzen kann. So stellen wir uns das. Und wir sollten auch den Raum nutzen, um da zu experimentieren, vielleicht auch VR-Brillen einzusetzen. Das wäre auch noch meine Frage gewesen, nach virtuellen Lernräumen. Also du hast es jetzt schon gesagt mit VR-Brillen, genau. Das wäre sicher dann auch eine Möglichkeit, dass eben die Exkursion dann eben virtuell erfolgt und dann jederzeit stattfinden kann und an jeden Ort gereist werden kann, das direkt von der Schule aus. Aber das wäre eine extrem kostenintensive Lösung, denn VR-Brillen, die den Titel auch wirklich den Titel verdienen, dass ich damit so etwas machen kann, durch Zeit und Raum reisen kann, das ist schon eine sehr kostenintensive Lösung. Wir haben das in unserer Partnerschule in Finnland gesehen, die versuchen das seit 2, 3 Jahren,
das sinnvoll in den Unterricht einzubinden, was schon sehr schwierig ist. Wir versuchen es auch. Also mit irgendwelchem Billigschrott, mit niedriger Auflösung ist der Lernspaß nicht gegeben. Ich muss dann wirklich höchst auflösende Displays haben und das kostet richtig Geld. Aber was in der Form, was Tanja gesagt hat, auch ist, ich muss mich ja davon lösen, ich brauche das nicht mehr für den ganzen Klassensatz. Wenn ich dieses freie Lernen mache, habe ich auch bei einer anderen Kooperationsschule von uns gesehen, die machen das auch eigentlich aus der Not heraus, eine neu gegründete Schule, die kann gar keine Klassensätze für Experimente im naturwissenschaftlichen Unterricht haben. Die muss mit diesem Stationenlernen, mit diesem freien Lernen arbeiten, schon aus Kostengründen. Und das würde sich für solche Lösungen natürlich auch ganz hervorragend machen. Ich muss nicht mehr über 30 solche Systeme kaufen, damit ich das im Klassenverband durchziehen kann, sondern es reicht, wenn ich da Stationen habe, an denen die Schüler ihre eigenen Erfahrungen machen. Sicherlich wieder Mischung klassischer Unterricht und dieser Unterricht, dass man sagt, ich habe für eine ganze Klasse VR-Systeme, das ist nicht bezahlbar. Aber auch die digitalen Endgeräte, die müssen ja auch nicht... Ja, sie sollten schon für jeden vorhanden sein, aber da kann man sich ja vielleicht auch austauschen. Jeder hat ein anderes Gerät, der eine hat ein Handy vielleicht nur, der andere doch ein Tablet. So ist es ja wahrscheinlich auch übergangsweise, ne, wenn die finanziellen Mittel nicht zur Verfügung stehen. Aber das ist ein ganz furchtbares Arbeiten, wir haben ja bei uns in unserem Gymnasium, mit dem wir zusammenarbeiten, das Fach Computational Thinking etabliert und wollten da diesen Ansatz haben, bring your own device. Das ist kein wirklicher Spaß für Lehrer, weil dann spielt man Hamster im Rad, weil bei jedem geht irgendwas anderes nicht. Da hat eine einheitliche Infrastruktur schon gewaltige Vorteile, wenn man Schülern beibringt, damit umzugehen. Nachher in der späteren Nutzung, in den höheren Klassen, wenn die es gewohnt sind, dann mache ich es gehen. Aber in der Einführungsphase ist es nicht spaßig, da einen Zoo zu haben. Ja, es kommt vielleicht darauf an, welche Schülergruppe man hat. Ne? Ja. Ich habe schon die Erfahrung gemacht, dass Bring Your Own Device in Berufsschulbildungsgängen, dass jeder doch ein anderes Gerät hatte und das schult natürlich auch die Medienkompetenz und die Eigenverantwortlichkeit für das digitale Endgerät. Und meine Erfahrung war schon so, dass die Schüler mit dem eigenen Gerät sehr gut klarkommen und dass der Lehrer dann keine Hemmung haben muss, immer Hilfestellung zu leisten. Das ist auch nicht mehr die Aufgabe, finde ich, des Lehrers. Und vieles läuft ja auch in der Browser-Version, dass man gar nicht mehr Apps runterladen muss. Es ist ja vieles online verfügbar. In der Altersklasse ist das kein Thema. Da geht das. Aber wenn ich 5., 6. Klasse habe, spiele ich Hamster im Rad. Also wenn wir schon so weit wie in Dänemark oder Finnland, glaube ich, wäre das mit der Corona-Krise, glaube ich, gar kein Problem gewesen, weil die das also ja schon gewohnt digital zu arbeiten. Oder Estland ist natürlich ein kleines Land, aber Dänemark und Finnland schaffen das ja auch. Also in unserer Partnerschule in Finnland, die haben ganz normalen Unterricht in der Corona-Zeit gehabt. Die Kinder hatten, wie ihr Stundenplan war, so hatten die ihre Videokonferenzen und selbst Sportunterricht, da mussten sich dann eben filmen, was sie da tun, aber die hatten ganz normalen stundenplanmäßigen Unterricht. Ja, so habe ich mir das eigentlich auch vorgestellt und so läuft das zum Teil bei uns auch. Nicht in allen Bildungsgängen ist das so umsetzbar, aber so stelle ich mir das eigentlich auch vor. So müsste es auch sein, ja. Aber ich denke, da sind solche Systeme wie BigBlueButton ziemlich schnell an ihre Grenzen kommend. Wenn ich da eine ganze Schule mit bespaßen will, dann muss ich entweder einen gigantischen Server haben oder das System zieht ganz schnell die weiße Fahne. Obwohl mit Teams war das eigentlich jetzt reibungslos, die Videokonferenzen, ja. Teams geht toll, Zoom geht toll, die haben einfach genügend Bandbreite, da kann ich auch 40 Leute gleichzeitig drin haben und meinetwegen auch ein Video zeigen, das geht alles. Vielen Dank an dich, Tanja, für die Vorbereitung. Gerne. Dankeschön. Bitte. Und vielen Dank an alle anderen, die sich beteiligt haben heute und die mit dazugehört haben. Okay. Dann so viel für heute Nachmittag. Vielen Dank nochmal an alle und einen schönen Nachmittag an alle. Danke gleichfalls.